Ananias kommt in der Apostelgeschichte vor. Er gehörte mit seiner Frau Sapphira wohl der urchristlichen Gemeinde an. Die Kapelle Ananias liegt im christlich geprägten Teil der historischen Altstadt von Damaskus in Syrien. Man geht davon aus, dass diese Kapelle aus dem 1. Jahrhundert nach Christi stammt. Somit ist sie die älteste christliche Kapelle der Welt, die noch an ihrem ursprünglichen Ort erhalten ist. Die Kapelle besteht aus zwei einfachen Räumen, die ca. 5 Meter unter der Erdoberfläche versteckt sind. Ananias' Bekanntheit rührt aus einer Vision, die er von Gott bekommt. Er soll einen gewissen Saulus von Tarsos, der als grausamer jüdischer Christenverfolger bekannt ist, vor der Stadt aufsuchen. Ananias soll ihm seine Hände auf seine blinden Augen auflegen und ihn damit von seiner Blindheit heilen. Ananias tut, wie ihm geheißen. Das Wunder geschieht und Saulus bekehrt sich in Damaskus zum Christentum, was zum sprichwörtlichen Damaskus-Erlebnis wird und nennt sich fortan Paulus.